Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Raft mit Voucher und mit unserem Alderle. Schön, dass ihr reinschaut. Wir sind mal wieder unterwegs im Müllstrom und da werden wir jetzt auch eine ganze Weile bleiben. Links kleine Insel, rechts kleine Insel. Im Moment lasse ich sie vorbeischießen. Damit wir ein bisschen was sehen, machen wir erstmal ein kleines Schläfchen, dann wird es wieder hell. Und dann kümmern wir uns um den Ausbau. Mir ist nämlich wieder eingefallen, dass ja die Wände gar nicht so teuer sind wie zum Beispiel diese Foundations. Ne, wir haben hier die Möglichkeit, Wände zu bauen. Einmal mit vier Planken, einmal mit zwei Planken oder Palmenblätter. Da können wir uns jetzt überlegen, was für uns am billigsten ist. Entweder diese Geschichte oder diese Geschichte. So, aber jetzt genießen wir erstmal, dass wir noch am Leben sind, dass alles geklappt hat an der großen Insel. Und wir gönnen uns natürlich was zum Essen. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass wir auch schnellstmöglich ein Lager hinkriegen, weil, damit ich meine Sachen ordentlich weglegen kann. Und ich glaube, der erste Container wird ein Lagercontainer und obendrauf kommt dann die Steuerzentrale, ne? Fisch, lass mich heute ein bisschen in Ruhe. Ein bisschen durchschnaufen wäre nicht schlecht. So. Materialien habe ich tatsächlich ein bisschen gesammelt. Ich habe sie mal hier reingeschmissen. Also ich war ein bisschen fleißig. Wir haben zum Bauen auf jeden Fall was am Start. Würde jetzt aber trotzdem gleich, bis das Essen fertig ist, noch weiter sammeln. Hier ist auch schon ein bisschen was drin. Das habe ich extra nicht rausgeholt, dass wir ein bisschen Freude haben damit, wenn es gleich heißt Materialschlacht. So, gib mir mal die Mango, dass wir hier diesen Effekt wegbekommen. So, ich will sie aber nicht komplett verbrauchen. Und ein Ding war dabei. Hey, Digga. So ja nicht. Ne, zwei sogar habe ich gefunden. Guck mal. Was haben wir denn? Ein Tisch. Und die Malerei. Hatten wir nicht schon mal eine Malerei? Haben wir jetzt verschiedene wahrscheinlich. Verschiedene Motive, oder? So, jetzt habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht. Hier vorne ist ja der Anfang. Den haben wir gesagt, den lassen wir. Dann kommt der erste Frachtabteil. Ich will ihn nicht allzu lang machen. Wir werden den Frachtabteil nur, in Anführungszeichen, 6 breit machen. So. Und dann möchte ich zukünftige Abteile ein bisschen weiter einrücken, ja? Das heißt, wir werden jetzt hier dann zwei Dreiecke dran bringen. Das möchte ich mir tatsächlich gleich mal angucken mit euch. Jetzt habe ich die Netze geleert. Das ist immer sehr befriedigend, wenn da was drin ist. Jetzt futtern wir aber erstmal. Diggerle, du musst hier mehr Planken reinlegen. Und dann kümmern wir uns mal drum, dass wir vielleicht parallel dazu den ersten Wassersammler machen, für den ich keine Planken brauche. Und möglicherweise den Grill. Da kriegen wir nämlich gleich viel, viel mehr draufgelegt. So, pass mal auf. Toolskiste. Ich weiß nämlich momentan echt nicht genau, wo mein Zeug immer ist. Da wird es Zeit, dass wir uns ein bisschen Ordnung schaffen. Hä? Ja, das könnte sie gewesen sein. Machen wir mal die Schaufel hier rüber. Die brauchen wir nämlich nicht. Auf dem Floß brauchen wir auch keinen Bogen. Dann baller ich den Bogen und die Pfeile mal hier rein. So, einmal noch kurz ausladen. Ja, ich glaube, dass wir mit Palmenblätter ganz gut bedient sind, Leute. Ich glaube, wir bauen mit Palmenblätter den ersten Abteil. Wir können ja dann hinten raus immer teurer werden mit den Sachen, die wir bauen. Komm, hier, so eine Keule haben wir uns auch verdient, oder? So. Das ist das, das ist das. Also. Jetzt hole ich mal Materialien raus und dann gehen wir mal los. Zack. Verbauen wir erstmal kurz, was wir jetzt am Start haben. Zwei, habe ich gesagt, möchte ich hier und dann will ich einrucken. Dann möchte ich gerne einrücken, auch hier wieder mit einer billigen. So, dann müssen wir, damit ich das überblicken kann, den hier hinsetzen. Ich will das mir mal angucken, wenn es mir nicht gefällt, baue ich es wieder weg. Ne? So, und hier geht es dann praktisch rüber. Jetzt hoffe ich nur, dass der Haifisch ein bisschen Gnade walten lässt heute, bis ich hier soweit bin. Ich will das einmal angucken, wenn ich darüber baue. So, wo habe ich denn meine Kiste? Hier. Wir nehmen mal die komplett raus und die komplett raus. Und dann sollte ich das jetzt aufgebaut kriegen. So, hier will ich dann praktisch rüber. Genau. Mal gucken, ob wir da noch ein paar Netze dann zur Verstärkung hinbauen. Dann hatte ich gesagt, zwei Stück in die Richtung. Und dann gehen wir wieder dreieckig. Dann müssen wir ihmchen wieder nehmen. Und noch einmal ein dreieckigen. Und dann können wir hier vorne zusammenschließen, was zusammengeschlossen gehört. So, den inneren Bereich müssen wir natürlich dann noch weiter rausholen. Jetzt überlege ich gerade, wenn wir da nochmal Netze hinbauen, dann sammelt doch der schon mal 4
Machen wir mal noch 4 Netze. Sollte man eventuell sogar schaffen. Inseln und so lasse ich jetzt komplett vorbeiziehen. Ich kann natürlich auch nicht bauen, während ich im Müllstrom fische. Deswegen probieren wir jetzt nochmal ein paar Netze an den Start zu kriegen. Und zwar 4 Stück. Wären dann auf jeden Fall 32 Seile. Oh, okay. Das ist gar nicht so wenig. Und Nägel brauchen wir dann auch nochmal. Und da hatte ich gestern nochmal kurz umgeräumt, weil es tatsächlich vom Platz wieder knapp worden ist. Kann sein, dass die hier drin sind, die Nägel. So. 1 haben wir, 2 haben wir, 3 haben wir. 4 Fangnetze. So war es gewünscht. So läuft's. So. Hier 2 hin. Man hätte die auch drehen können, aber da habe ich jetzt schon krumm angefangen. Jetzt mache ich krumm weiter, ne? Und dann möchte ich das jetzt am liebsten gleich schon mal den ersten Abteil innen drin ausholen. Das kostet jetzt nochmal ordentlich Mats, aber dann haben wir das fertig. Und dann sammle ich wieder. Kann sein, dass ich auch nochmal ganz kurz einen kleinen Sammelschnitt mache oder so, weil ich würde jetzt dann echt gerne an die Wände gehen bald. Siehst du, jetzt fehlt schon wieder Mats. Aber die 2 haben sich schon mal gelohnt, das was sie gebaut haben. Ich gehe einmal aus. Jetzt kommen wir langsam wieder. Jetzt merke ich das alte Feeling. Jetzt merke ich das alte Feeling. Hier könnte man dann ersetzen, dass wir auch noch ein Netz reinbauen. Dass wir die komplette Reihe haben, ne? Jetzt haben wir am Anfang halt noch viel, viel Haifischabwehr, bis die Verstärkungen dann alle da sind. So, hier fehlte noch eins. Das machen wir jetzt noch kurz rein. Boom. Erstes Frachtabteil. Jetzt überlege ich gerade. Lass uns mal wirklich jetzt kurz... Alter, ihr habt gerade aufgebaut. Ihr habt gerade aufgebaut. So, die billigsten Wände, die wir bauen können, sind meiner Meinung nach die hier, weil Palmenblätter haben wir normalerweise immer im Überfluss und Bretter brauche ich ja im Moment noch. Das heißt, ich nehme das jetzt alles mal raus. So, das kommt ja alles wieder weg, das werden wir nachher schön aufbauen. Jetzt überlege ich gerade, damit es auch wie ein Frachtabteil aussieht, müssten wir... Oh, geht es nicht? Doch. Machen wir mal kurz so. Dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, was ich überhaupt mache. Und ob das so aussieht, wie es will. Und dann halt hier in die Richtung. Und jetzt überlege ich gerade, brauchen wir da... Ne, der erste Frachtabteil wird unten zu. Und er muss auch nicht schön sein. Also schön ist er ja trotzdem, durch das, dass die Dinger hier die Dinger sind. Schön können wir schon. Ich bin schon happy, dass wir jetzt ins Bauen kommen. Hier Matze einsammeln, sehr geil. Oh, ich würde es gerne... Hier lassen wir mal offen, weil hier geht es ja dann auch rüber in den nächsten Abteil. Ist es weit genug eingerückt oder wollen wir es noch eins einrücken? Dann wird es zu bauchig. Hier haben wir dann eine Mitte, da können wir dann eine Tür reinbauen, wo es dann rüber geht in den anderen Abteil. Ja. Ach so, nee. Von wegen, wir haben es mittig, wir haben es überhaupt nicht mittig. 1, 2, 3, 4. Müsste man dann 2 Türen einbauen? Ja, dann bauen wir halt 2 Türen ein. Wer sind wir denn? Wir sind die, die 2 Türen einbauen können, würde ich sagen. Halt! Kommen Sie mit! Wände. Da fände ich es aber fast geiler, wenn wir sowas hier reinbauen. Dann können wir nämlich auch rüber gucken ins andere Abteil. Ja, wie, das wird doch schon. Das wird doch schon. Es wird doch schon. Es geht doch schon stark in die Richtung, in die ich es will. So, hier unten will ich auch gar nichts sehen. Das wird nämlich das Lager. Und im nächsten Abteil werden wir dann wahrscheinlich auch den Anker setzen. Jetzt kriegen wir ein bisschen Platz zusammen, Leute. Jetzt wird es uns bald viel, viel besser gehen. Scheiße, das will ich nicht. Ich brauche jetzt keine. Von wo kommt denn der Wind, Wimpel? Wimpel, simpel. Wind kommt von da. Dann segeln wir jetzt mal ganz klassisch hier an der Insel einfach vorbei. Perfekt. So, was jetzt halt das Problem ist, dass wir immer noch nicht genug Materialien haben, denn es ginge jetzt theoretisch nach oben raus. Oh, nö, oder? Weiß ich, will auch nicht so weit vor. Ich habe immer Angst, dass ich ins Wasser fliege. Oh, es hat geklappt. Schade, schade. Da habe ich einen Knick in der Optikode. Zwupp. Ja, ja, du bist mir der Allergeilste. Komm, wir sammeln mal ein bisschen was raus.
Müssen wir trotzdem... Ey, wenn wir da jetzt tatsächlich einen Deckel draufkriegen. Ich muss nur überlegen vorne, wie ich es vorne haben will. Das müssen wir uns jetzt gleich mal zu Gemüte führen. Dann können wir oben die halbe Decke draufziehen und entsprechend schon mal die Empfangsanlage. Segel bleibt hier vorne. Hier vorne soll auch ein offener Bereich bleiben. Was auf jeden Fall wichtig wäre, dass das hier so zu wird. So. Und da kann man sich dann überlegen, dass man vielleicht hier nochmal ein Fensterelement reinsetzt. Und da drüben auch. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit das hier für uns schon zu baubar wird. Das heißt, wir brauchen jetzt dann die da, gell? Mann, die gibt's nur. Ja, aber ist egal. Das ist egal. Dann brauche ich nämlich die. Richtig. Nee, nee, hier ist... Hä? Hab ich jetzt da einen Fehler gemacht? Nee, habe ich nicht. Okay, ich brauche halt Mats. Ist aber okay. So, Stein rüber, Seile rüber. Die lasse ich mal da. Für die Wände. Und damit wir nicht irgendwie... Das Alderle... Auch eine Rieseninsel, gell? Aber man kann nicht alle Inseln haben. Man muss auch Abstriche machen, wenn man was erreichen will. Scheiße, guck mal, wie knapp. Zum Glück haben die magnetische Dings. So, haben wir die Fangnetze, die müssten doch irgendwas gesammelt haben. Ein Holz. Ah, hier liegt noch ein bisschen was drin. Die waren dann vorher, die stehen in der Richtung. Ja, dann passt das. So, Leute, weiter geht's. Nur nicht aufgeben. Ich überlege gerade, ob ich wirklich uns eine kleine Material... einen Materialschnitt gönnen. So, jetzt kommt nämlich das, was ich rausfinden will, und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich Material besorge. Wenn man hier... Ja, da fehlt Holz. Und ich weiß nicht genau, wie lang es halt dauert, bis man an der Insel vorbei ist, gell? Mit einem Segelchen hier ohne Strom. So, essen, trinken sollten wir mal wieder. Vielleicht geben wir mal heute... gucke ich gleich nach. Wo sind die Keule? Die waren nicht mal uneffektiv. Sehr gut. Das müsste reinflutschen. Das läuft. Trinken. So. Erster Frachtabteil entsteht langsam. Sehr gut. Was wir jetzt brauchen, ist jede Menge Holz. Jetzt wäre es vielleicht überlegen, ob man doch eine Insel bemühen. Aber auf der anderen Seite, mal kriegst du im Müllstrom genug Holz, ne? Ja, da brauchst du ja nicht 10.000 mal umswitchen. Einen kriege ich doch normalerweise ran hier, ne? Ne? So, und hier snappt auch wieder einer. Ja, jetzt fehlt uns Material, Leute. Also, pass auf. Dann würde ich... einen Deal machen. Ich sammle jetzt ein bisschen Holz, indem ich im Müllstrom weiter treibe, sodass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, sodass wir diese Bahn hier oben zumachen können. Und dann können wir nämlich schon mal alles hochsetzen. Die Frage wäre noch, wie kommen wir hoch? Am liebsten über eine Leiter. Haben wir irgendwo schon da verstärkt? Nee. Dann sollten wir da kurz mal eine Verstärkung anbringen. Ich gucke mal eben, ob wir die Mats haben. Ein Metallwaren, einen Nagel. Damit dann die Leiter nicht gleich wieder weggeballert wird. Ein Metallwaren, einen Nagel, warte mal schnell. Nägel kann ich hier machen. Wir hatten noch irgendwo einen Metallwaren. Hier. Also, pass auf. Wir wollen dann von beiden Seiten hoch. Ich muss mir nur kurz angucken. Die da hätte ich dann schon gerne gebaut. Ich drehe die gerade mal. Oh, den vergesse ich jedes Mal. Ja, ja, das ist weg. Das ist weg. Ja, das ist das Problem jetzt am Anfang. Ich hätte ihn ranziehen sollen oder lassen sollen, aber da brauchst du ja noch mehr Materialien, ne? Können wir später zumachen, ist okay. Genau, die Leiter. Ist da noch eine andere Möglichkeit? Die da will ich nicht unbedingt. Ich komme, obwohl, die könnte man hier auch benutzen. Sagen wir mal so, das erste Abteil ist ja das materialgünstige Abteil. Später, wenn man natürlich dann immer mehr... teuer bauen, wenn wir dann auch genug Mats haben, oder? Ja, würde ich sagen. Machen wir es so. Weil dann kann ich nämlich jetzt hierher gehen
kann die da, nicht die wollte ich nicht, die wollte ich verstärken, und kann uns dann die hier jetzt erzähl mal nicht. Obwohl, ich kann auch von innen hoch. Wieso geht das nicht, dass ich es hier dran machen kann, weil da jetzt schon das... Oh, das habe ich nicht gewusst. Ist egal, dann mache ich sie hier hin. Dann mache ich sie einfach hier hin. Und die mache ich dann hier hin. So, und jetzt komme ich dann später, weil das ist ja dann alles weg, von hier hoch, ne? Muss ich das jetzt halt vorstellen, weil im Moment hängt die Kiste noch. So, und dann bin ich dann da oben. Dann machen wir das gleiche drüben, dass es schön gleichmäßig aussieht. Und dann würde ich sagen, haben wir schon was erreicht. Ich will heute auf jeden Fall unten ein bisschen aufgeräumt haben, sodass wir morgen etwas übersichtlicher hier unterwegs sind, ja? Also, ich gehe Materialien sammeln, halt uns am Leben und hole euch dann rein, wenn die Ebene hier so gut wie durch ist oder wenn wir die zusammenziehen können, weil genug Mats da sind, eins von beidem. So machen wir das. Und dann geht's weiter. Vielleicht hole ich da vorne geschwind viel Holz an der kleinen Insel, die da kommt. Dann bräuchte ich allerdings nochmal der Wurfvieh. Ja gut, zwei Steine, die habe ich mit Sicherheit. Komm, das machen wir kurz. Dann hole ich da vorne nämlich an der Insel auch nochmal Holz. Ja. Kisten machen wir nachher auf, ja? So. Ja, guck mal, das sind Palmen, die kriege ich fast geschenkt. Oder bleib doch kurz dran, machen wir zusammen. Ich penne gleich. Und danach kann ich immer noch in den Strom, wenn wir noch müssen. Jupp. Machen wir hier Schläfle. Läuft. Es fühlt sich jetzt vielleicht so an, als ob ich doch ein bisschen hektisch oder stressig. Hektisch bin ich eigentlich nie, aber stressig kann ich manchmal schon sein. Ist aber nicht so, ne? Ich will jetzt einfach nur mehr Platz, weil dieses auf engstem Raum hier leben ist für mich jetzt vorbei. Sollen wir da auch gleich Metall dann mitnehmen? Weiß ich nicht sicher. Ja, aber weißt du? Jo, vielleicht finden wir hier auch noch eine coole Kiste. Haifischsteak haben wir eigentlich noch genug. So. Einmal kurz hier ringsrum. Oh, ich liebe das, dass wir wieder Netze haben. Ja, wir gucken jetzt mal, wenn wir gleich sehen, was uns noch fehlt. So, einmal kurz auf der Hammer. Hier wird es weitergehen dann, gell? Einen darfst du normalerweise noch dran machen. Und wenn wir... Ne, da werden wir dann Balken brauchen, ne? Ja, ich glaube, da brauchen wir jetzt Balken. Puh, schwierig. Kann ja aber auch mit Türen hier arbeiten. Warte mal, geschwind. Die sind nämlich A, billiger. Mache ich hier auch eine Doppeltür. Es passt ja auch, wenn wir da eine Doppeltür machen, weil wir drüben ja auch eine hatten. Und da müsste ich doch normalerweise die wieder dran kriegen, sobald ich halt Holz habe. Im Moment habe ich kein Holz. Wir können es aber probieren, indem ich mir dieses Holz hier gönne. Ja, super. Und dann schröpft man die Insel grob. Ja, ja, das läuft. Das läuft. Also, pass auf. Eins nach dem anderen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier schon wieder bekommen haben. Wir haben bekommen den Bücherstapel. Wir haben bekommen den Teppich. Sehr schön. Und als drittes... Eieiei, ein Schrank. Ist die Frage, ist das Gimmick oder ist der Schrank tatsächlich dekorativ mit begrenztem Stauraum? Können wir uns angucken, aber ich glaube, die Kisten sind auf jeden Fall lukrativer. So, dann lass mich mal ganz kurz die nächste Keule drauflegen. Auch wenn es da wahrscheinlich jetzt für uns gleich einen Plankenmangel erzeugt. So, Leute. Jetzt pass auf. Wir machen folgendes. Die und die raus. Dann kurz zu meiner Hauptkiste. Stopp. Alles rüber. Außer die Sachen. Genau, die Keule bleibt hier. Stein auf Stein.
Plastik, zack, zack, zack. Das brauchen wir jetzt alles hier nicht. Könnte es sein, dass ich hier... Nee. Ich muss ganz kurz einmal außen rum matschen. Das sind die Federn. Hier haben wir Metall. Dann hatten wir hier die Sachen drin. So, jetzt hole ich mir erstmal das Holz. Ja, wir müssen nicht unbedingt tauchen gehen heute. Können wir morgen. Irgendwann will ich ja auch mal die... Oh. Kann sein, dass wir einen Biss abkriegen. Guck mal, das nehme ich jetzt alles mit hier. Das ist nämlich geschenkt. Kann das sein, dass der Haifisch vorne bleibt, gell? War das nicht früher sogar so? Ich muss eh nochmal zurück. Ich werde nämlich gleich ein Energieproblem kriegen, weil ich nicht genug gegessen habe. Ich würde das hier allerdings kurz einsammeln. Und den hier auch noch. Außer... Wir gehen da hinten hoch und finden gleich eine Melone oder irgendwas. Das könnte natürlich auch klappen. Schon mal 12 Bretter, weißt du? Jetzt kriegen wir auf jeden Fall die Decke oben zu. Dann tun wir die Empfangsanlage hoch. Und dann schauen wir mal, wie wir die Kisten, die wir jetzt haben, schön aufsortiert kriegen. Allerdings, wie gesagt, wir haben ein ganz kleines bisschen ein Problem, weil der Haifisch uns halt gleich immer die Wände mit wegbeißt, weil ich keinen Rand lassen habe, ne? Wir könnten aber gleich mal was gucken. Das habe ich tatsächlich eh gucken wollen. So, jetzt nehmen wir erstmal Holz mit. Ja, ja, nimm Bau ab. Platz hast du. Weiter geht's. Einmal... Den machen wir dann schlussendlich gleich, wenn ich wieder zurückgehe. Da war die Ananas. Siehst du, wusste doch, was es gibt für uns. Aber eine. Was mich jetzt gerade fragt. Was ist denn das hier für ein Ding? Da ist auch irgendwo wahrscheinlich ein Versteck. Eine versteckte Kiste wird irgendwo hier sein. Unter Wasser, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich mache dann lieber hier nur das Holz weg. Die Palme, da holen wir noch. Guck mal, wie es jetzt schon anfängt. Erstes Frachtabteil, da ist eine Melönche. Und da ist die zweite. Und ab. Da ist aber nochmal eine Ananas. So, Leute, jetzt bin ich schon happy. Ja, dass ich jetzt nicht hochziehen kann. Sieht aus, als ob wir hier drunter was finden, gell? Na, ich sehe spontan nichts. Das heißt aber nichts. Sehr gut, hier hängt Metall. Aber das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Das gehen wir wieder gezielt. Ich würde sagen, wir hauen uns lieber wieder in Strom. Gucken gleich, dass wir nur kurz drüber fliegen. Ob ich irgendwas spontan noch schnell sehe. Hm, wo ist der Haifisch? Da hinten. So, jetzt pass mal auf. Wie viel können wir denn davon machen, was ich jetzt gebaut habe? Soweit klar. Wie viel habe ich gesagt? Bis hierher möchte ich es gerne, gell? Ja, das reicht uns hinten und vorne nicht. Außerdem werden wir mittig, werden wir Dings brauchen. Balken. Mittig werden wir Balken brauchen, ne? Es sei denn, ich mache da überall solche Wände, so Zwischenwände rein. Das könnte man allerdings aber auch machen. Wegen Lager. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Wenn ich hier nur eins reinmache... Hier noch eins. Das war so zwei Dreier. Hier, das machen wir so. Pass auf, ich zeig's dir. Eins, zwei, drei. Und hier bauen wir dann so eine... Achso, mir fehlt wieder Mats. Hier bauen wir dann solche Dreiernischen links und rechts. Dann können wir da schon mal den Rand ziehen, wenn wir wollen. Das passt. Ist okay. Gut. Jetzt fehlt Mats. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich hole mal kurz ein paar Mats, dass wir wenigstens die Decke drauf kriegen. Dann können wir ja zur Not auch morgen zu Beginn der Folge alles schön sortieren und hochziehen. Aber die halbe Decke, die will ich heute mit euch haben.
Da besorge ich jetzt noch Zeug. Ich mache das mal ganz kurz rüber. Das gucken wir uns dann später noch an. Das bleibt ebenfalls hier. Dann haben wir die Sachen hier immer drin gehabt. Das ist dann soweit klar. Dann muss ich kurz zu meiner... Ehrlich, weiß, so langsam finde ich wenigstens mein Zeugs hier selber wieder. So. Da, warte mal, warte. Machst du die Schrott drüber. Hier machst du Ihmchen noch. Die Melone, die gibst du dir. Ja, so ist das jetzt, so wird's gemacht. Wo hab ich den Anker vorhin hingeballert? Hier. Zack, entfernen. Der Wind kommt immer noch von der Richtung. Dann knalle ich jetzt sofort auf die Insel drauf, wenn ich entgegensteuere. Ja, das war schade. Es dreht sich dann doch leicht rum, das ist gut. So, sobald ich im Müllstrom bin, sammle ich ein. Ich hole euch dazu, wenn wir da hinten wenigstens die auf die dreifache Breite zukriegen, ja? Also hier ungefähr, dass wir hier so rüber kämen. Schauen wir uns an. Ich brauche ein Ruder. Ich ziehe mich jetzt hier kurz raus. Bis gleich. Ich muss an der Stelle aber ein bisschen abstoppen, sonst wird es tatsächlich am Ende doch noch stressig. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen ausgebaut. Ein paar Materialien habe ich noch am Start. Aber leider nicht so viele, wie ich gerne hätte. Und langsam wird es hier Zeit, dass wir ein bisschen was umräumen. Da fangen wir vielleicht jetzt gleich schon an. Und dann kann ich vor morgen nochmal die ein oder anderen Brettchen sammeln für uns. Jetzt habe ich es bewegt, das war scheiße. So, ich habe auch nochmal einen Haken gebaut. Den hätte ich gerne hier. Kisten machen wir gleich noch auf. Also diese Päckchen, wo man die Rezepte bekommt die ganze Zeit. Das war nix. Da ziehen wir zu früh raus. Leg mir mal, jetzt muss ich auch noch lachen drüber. Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr wisst, was ich meine. Den Haken natürlich. Ja, ja, den, genau. So, hier bin ich jetzt mittlerweile schon am Hüpfen und so. Was haben wir hier noch? Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Weil ich es vorweg rausgesammelt habe schon. Hier ist noch ein bisschen, hier hing noch was fest. Ja, sehr gut. Also hier sind so die kleinen Abteile, wo dann später die Materialien, also die Kisten reinkommen. Da habe ich schon mal so ein bisschen rumprobiert. Da ist eins, habe ich leider versetzt. Und zwar den da hätten wir nicht unbedingt gebraucht hier. So, und jetzt haben wir nämlich das Problemchen. Hier bräuchtest du schon wieder welche, ne? Verstärker. Das heißt, wir müssen dann nochmal einen hier reinsetzen. Das machen wir jetzt einfach mal so. Bräuchte ich nochmal einen Nagel. Warum habe ich die Nägel? Eins weiter. Zack. Ne, das reicht so. Boom, boom. So, dann setzen wir hier nochmal einen hin. Naja, ich hätte ihn hier hinsetzen müssen. Jetzt mache ich mal überall einen hin, einfach um zu gucken, wie es dann jetzt nachher sich ausgeht. Und dann kann man immer noch... Okay, jetzt fehlt wieder Holz. Ne, also das ist halt das. Wir müssen echt mal eine Weile sammeln jetzt, bevor ich dann hier... Aber ich will halt die Sachen nach oben bringen, dass wir unten schön Platz haben müssen. Das wäre so mein kleiner Wunsch. So, damit ist es verbunden. Ja, der hängt jetzt hier an dem, der hängt an dem. Das heißt, der hängt an dem und der hängt an dem. Das heißt, den könnte ich mir sparen, richtig? Ich lasse ihn jetzt trotzdem mal. Ich störe da nicht wirklich, weil wir ja die Türen hier und hier benutzen. Lass uns mal kurz nach oben. Andere Seite. Hä, jetzt können wir hier da normalerweise zumachen. Problemchen ist nur, da kriege ich nochmal welche hin. Hier und hier. Und da müssen wir irgendwo wahrscheinlich nochmal Balken setzen, dass da eine Unterstützung da ist. Ne? Sonst snappt es hier nämlich nicht. Aber ist egal, die Balken haben mich damals nicht gestört, das tun sie heute auch nicht. Man könnte die besser abteilen. Ah, das ist wieder so. Moment. Im Moment des sanften Drehens. Siehst du, das meine ich halt, es wird echt Zeit. Jetzt ist vorbei mit sanften Drehen. Ich habe keinen Eimer, aber da brauchst du auch nicht jedes Mal einen Anker. Manchmal verhakt sich's ja auch. Ich mache das immer nur zur Sicherheit, ne? So, mal ein Seil und eine Planke, dann könnte man ja hier vielleicht Holz holen morgen geschwind und gucken, ob wir noch irgendwas finden. Da muss ja irgendeine Planke muss doch da sein, oder? Nee. Der nächste Baum ist arg weit weg.
Der Vogel ist ja eine große Insel, ne? Dann können wir da die Höhle vielleicht kurz durchmachen. Das machen wir auch. Aber nur eine grobe Geschichte, ne? Wichtig ist, dass wir das Zeugs hier dann morgen fertig kriegen. Warte mal, ich baue uns kurz jetzt doch so einen Anbau. Einfach zur Sicherheit. Ich kenne mich, dann dreht der Wind plötzlich das Floß weg und lauter so Geschichten. Das muss ja nicht sein. So. Permanenter Anker wäre übrigens auch eins der Ziele, ne? Aber du kannst es ja immer nur in einer Spielrunde spielen. Man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Habe ich Segel noch draußen? Nee. Also, ganz kurze Inselfarmrunde, ein paar Hölzer, vielleicht oben kurz reingeschaut, Erde rausgeholt, Kisten geprüft. Und ich möchte jetzt mit euch, kurz bevor wir die Folge wechseln, die da mal eben. Die würde man vielleicht noch durchgucken. Eins, zwei, drei. Einfach mal, dass wir mal hochgehen damit. Ja. Hier wird ja dann die Steuerzentrale aufgebaut. Eine Mitte gibt es insofern keine, aber was Besseres wie eine Mitte? Warum muss ich es nur schönreden? Eine doppelte Mitte. Was ja hier durchaus Sinn macht. So. Und dann würde ich später mal hoch. Das meine ich, jetzt wird es echt Zeit. Ja, dann beißt es weg, ich baue es morgen wieder auf. Ich glaube ja nicht, dass es so schon geht. Aber das könnte durchaus sein. Jo. Zu nah an der anderen Antenne, die 2 und die 3. Eins ist die. Die 2 und die 3 sind die. Zwei dazwischen. Zwei dazwischen. Oh, Scheiße, weißt du, deswegen. Aber hey, wir sind verbunden, Leute. Wir sind verbunden. 2140 sind die Koordinaten, die stehen auch hier. Hat er uns mittlerweile reingemacht sogar. Das andere, das sind Grüne. Die Grünen sind die großen Inseln und hier sind die Koordinaten. Wir sind auf Kurs. Wir sind auf Kurs. Also würde ich sagen, morgen kleine Farmrunde hier. Zurück in den Müllstrom. Wir richten uns dann schon mal mit dem Segel, soweit wir können, aus in Richtung zu den Koordinaten. Sollten aber schauen, dass hier so schnell wie möglich die Löcher zu sind. Und dann können wir die Kisten zum Beispiel morgen mal anfangen, hier in diese Dinger hier reinzubringen, ne? Oder hier zum Beispiel der Schmusi-Apparat. Der kann ja hier schon mal weg. Ja, dann werden wir die Schmelzen vielleicht auch noch mit hier reinnehmen. Vorübergehen, die können wir ja zum Beispiel. Machen wir morgen, organisieren wir schön unser Floß, ja? Dann haben wir vorne Platz zum Navigieren, dann haben wir unser Essenszeug, lasse ich mal noch vorne. Hier haben wir dann eine kleine Werkstatt im Mittelbereich, dann haben wir links und rechts die Lagerbuchsen oder Buchten, hier ebenfalls. Und dann probieren wir das einfach mal zuzumachen, das ganze Ding. Und dann werden wir wahrscheinlich die Story aufnehmen, koordinatenmäßig. Wird unser nächstes Ziel. So, und dann kommt der nächste Frachtabteil hier und da wird dann auch beginnen mit einem permanenten Anker und so Geschichten. Schöne Geschichte. Ich speichere hier ab, ich freue mich auf morgen. Jetzt kommen wir zur Story. Also zumindest mal ein Teil. Gibt ja genug zu entdecken. Ich freue mich auf euch. Bis dann.